Auf Twitter fragt man sich ganz oft, was bei Leuten falsch läuft, die mit ihrem vollen Namen Zeug rauslösen, wo man im echten Leben hoffentlich ein Flatter dafür bekommen würde. Und ich glaube, das ist ein grosses Problem von unserer Zeit. Früher konnte man anhand vom Auto sagen, was jemand kompensieren muss. Heute kann man das anhand von seinem Facebook-Profil. Das ist aber auf keinen Fall ein rein männliches Problem, Gott bewahre. Es gibt so viele Karens, die unter völlig random Posts einfach gemeine Sachen schreiben. Einfach gemein. Wenn man sich über das Äußere auslässt, ist das noch fast harmlos. Manchmal hat man das Gefühl, die Leute wollen richtig gehend anderen Menschen weh machen und sich den Frust von der Seele schreiben. Das ist wie Lästern einfach in einer sehr viel grösseren Dimension. Und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Manchmal gehe ich auf YouTube ein bisschen Kommentare lesen unter meinen Videos. Meistens um meine eigene kleine Auswertung machen, wie viele Leute das auf dem Kanal kein Schweizerdeutsch verstehen. Und manchmal auch zum Schauen, ob jemand etwas Nettes geschrieben hat und einen guten Input hat. An dieser Stelle danke an die Minderheit, die ich sehr, sehr schätze. Aber es fällt sicher nicht nur mir auf, dass Menschen sich auf Social Media zum Teil extrem respektlos äußern. Dann sagt man immer, du musst schauen, was du auf Social Media teilst, weil vielleicht bei einer Bewerbung mal irgendjemand schauen kann. Aber Generationen von unseren Eltern gehen völlig assi unkritische Kommentare posten. So zum Beispiel der Vino. Der Vino hat unter meinem Video zum Thema Catcalling einen extrem hochstehenden öffentlichen Kommentar geschrieben, den ich euch nicht vorenthalten will. In wenigen Jahren wirst du dankbar sein dafür, wenn dich überhaupt irgendein hungriges Augenpaar von einem afrikanischen oder muslimischen Emigrant auch nur streift. Ich meine ganz im Ernst, wer schreibt so etwas? Also einerseits hat es zwar auf verstörende Art und Weise meinen Podcast bestätigt, andererseits ist es doch einfach erschreckend, wie offen Menschen rassistischen Müll posten. Ich meine, der Herr hat sogar ein Profilbild. What the fuck? Verstehe mich nicht falsch, mir ist klar, dass das Einzelne sind. Aber so Einzelne sind es dann eben auch wieder nicht, wenn man sich mal ein bisschen durch YouTube-Kommentare klickt. Nicht nur meine, ich bin kein Psycho. Auf Twitter fragt man sich ganz oft, was bei Leuten falsch läuft, die mit ihrem vollen Namen Zeug rauslösen, wo man im echten Leben hoffentlich ein Flatter dafür bekommen würde. Und ich glaube, das ist ein grosses Problem von unserer Zeit. Früher konnte man anhand vom Auto sagen, was jemand kompensieren muss. Heute kann man das anhand von seinem Facebook-Profil. Das ist aber auf keinen Fall ein rein männliches Problem, Gott bewahre. Es gibt so viele Karens, die unter völlig random Posts einfach gemeine Sachen schreiben. Einfach gemein. Wenn man sich über das Äußere auslässt, ist das noch fast harmlos. Manchmal hat man das Gefühl, die Leute wollen richtig gehend anderen Menschen weh machen und sich den Frust von der Seele schreiben. Das ist wie Lästern einfach in einer sehr viel grösseren Dimension. Und ich glaube, dass die Personen im echten Leben einfach keine Freunde haben, die sie mitnehmen könnten lästern. Weil im Ernst, mit so Personen befreundet sein, ich glaube, da muss man selber sehr ein unangenehmer Zeitgenoss sein. Auf Social Media kann einfach jeder und jede seine Meinung mit x-tausend Leuten teilen, die sonst im echten Leben keine Sau interessiert hätte. Und auf Social Media kommt er oder sie dafür vielleicht ein Like über, who knows. Vielleicht auch keiner, aber Hauptsache, er hat es können sagen. Vielleicht hast du auch Glück und bist in einer Bubble gelandet, wo es alle so richtig cool findet, was du machst. Wo niemand sagt, hey, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm gewesen. Hauptsache, man hat es jemandem so richtig können zeigen. Mit dem Mut, den man im echten Leben vermutlich nicht hat. Wir sind mir ehrlich, wie viele Leute von denen würden sich im echten Leben trauen, so etwas zu sagen? Man könnte vermutlich von einem recht kleinen Prozentsatz ausgehen, weil sonst wäre jeder von uns vermutlich schon mal hart beleidigt worden in der Öffentlichkeit. Je mehr man in der Öffentlichkeit steht, desto eher wird man kritisiert. Das ist okay, macht auch Sinn. Wie will man jemanden kritisieren, wo man nichts von ihm sieht? Ob das mit einem eigenen Minderwertigkeitskomplex oder nie zusammenhängt, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so recht einordnen. Ich glaube nicht, dass das alles schlechte oder dumme Menschen sind, aber sicher nicht solche, die besonders selbstkritisch sind. Selbstkritik ist ja sowieso mein Lieblingsthema, weil ich einfach glaube, das wird uns in Ruin treiben. Dass wir ein einiges Volk von selbstverliebten und unkritischen Social-Media-Bürgern geworden sind, die sich nur noch mit diesen Argumenten umgibt, die zum eigenen Mindset passen. Du gehörst vermutlich nicht dazu, weil sonst hättest du nicht bis dahin gehört. Wenn ich das auch stresst, Menschen, die einfach nur zum Assi sein, gemeine Kommentare posten, dann schreib doch das nächste Mal, wenn du so einen siehst, etwas Nettes zurück.
Bringen wird es vermutlich nichts, aber am nächsten, der den Kommentar liest, wird klar, dass das nicht einfach alle stillschweigend okay finden, wenn Leute rassistische, sexistische und gemeinen Müll posten. Ich wünsche euch trotzdem noch eine schöne und eine positive Woche. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder einen netten Kommentar. Bis dann.